Springer CE7, das war ein Fehler von Schwarz und jetzt kann Weiß entscheidend in Vorteil kommen. Und vielleicht willst du ja mal versuchen, ob du es findest, bevor wir uns gleich die Partie angucken und an diese Stelle kommen, an der wir es dann genauer beleuchten. Du kannst direkt in die Partie springen, du kannst auch noch ein bisschen überlegen, während ich über die beiden Kontrahenten hier erzähle. Mit den weißen Steinen Faustino Oro, der argentinische Wunderknabe, 10 Jahre alt. Und er spielte in der Amerikameisterschaft, der Meisterschaft des amerikanischen Kontinents, gegen den Titelverteidiger, gegen Georg Meyer, der ja mittlerweile unter der Flagge von Uruguay spielt, der auch uruguayische Wurzeln hat. Und er hatte sich hier einen schönen Vorteil erarbeitet und konnte hier gewinnen. Und mit dem Sieg hatte er sogar noch eine kleine Chance, unter die ersten 4 zu kommen. Und das wiederum würde bedeuten, dass Faustino Oro direkt für den World Cup qualifiziert wäre. Also sozusagen für den WM-Zyklus, den nächsten. Womöglich kommt er da auch so rein, denn das ist natürlich ein heißer Kandidat für einen Freiplatz. Aber er hat mit als 10-Jähriger in diesem Feld voller Großmeister tatsächlich schon die Chance gehabt, es direkt zu schaffen, allein durch schachliche Leistung. Aber da stand ihm halt der Titelverteidiger im Weg, Georg Meyer, Amerikameister, Großmeister von internationaler Klasse, langjähriger deutscher Nationalspieler, Europameister mit der deutschen Nationalmannschaft und, und. Faustino Oro ist mittlerweile schon auf dem Weg zum Schachprofi. Der ist, wenn man so will, auf Fabiano Caruanas Spuren. Der ist ja seinerzeit aus den USA wieder nach Europa zurückgegangen und hat dann eine Zeit lang in Spanien gelebt, um näher am europäischen Turnierzirkus zu sein. Und genau diesen Weg hat Faustino Oro jetzt auch bestritten. Der lebt mit seinen Eltern, wenn ich mich nicht irre, in Barcelona und ist da näher an europäischen Turnieren. Da hat sich eine Gruppe mehrerer Geschäftsleute gefunden, die ihn fördert aus Argentinien und die ihm einen Stab von Trainern und Betreuern zur Verfügung stellt und die Mittel, ein Turnier nach dem anderen zu spielen. Also Faustino Oro, dieser Wunderknabe, der in den Corona-Jahren Schach entdeckt hat und dessen außergewöhnliche Gabe sich offenbart hat, der ist jetzt schon auf dem Weg Richtung Schachprofi. Der ist ja auch in einem Maße gut, wie es das noch keiner vor ihm erreicht hat. Aktuell läuft in Madrid das Schachfestival, da spielt er auch mit und er ist schon auf dem Weg, da seine dritte IM-Norm zu machen. Der kann also jetzt mit 10 Jahren internationaler Meister werden. Das könnte in dieser Woche passieren und wenn das dann passiert, dann ist er der jüngste internationale Meister jemals. Ich werde demnächst auf den Perlen ein paar Zeilen über Faustino und über die Förderung und so weiter schreiben. Da will ich auch dieses Video einbinden. Da könnt ihr es dann alles nochmal im Detail lesen. Jetzt gucken wir uns erstmal dieses wunderbare Duell an, des 10-jährigen Faustino Oro gegen Georg Meyer aus der Amerikameisterschaft. Und wenn du noch ein bisschen überlegen möchtest, was du denn hier an Faustinos Stelle ziehen würdest, dann halt das Video bitte jetzt an. Denn ich springe in die Partie. In die Partie, in der es Faustino Oro mit dem weltführenden Experten der französischen Verteidigung zu tun bekam. Denn Georg Meyer, der spielt ja französisch rauf und runter und spielte das auch gegen Faustino Oro. Also noch ein Argument mehr, warum es eigentlich für diesen 10-Jährigen schwierig sein sollte, sich hier einen fast entscheidenden Vorteil rauszuspielen, den wir ja eingangs schon gesehen haben. E4, E6, D4, D5. Faustino entscheidet sich für die Vorstoßvariante. C5, C3, Springer C6. Schwarz hebelt das weiße Zentrum an und will hier diese nach dem Abtausch auf D4 entstehende Basis der Bauernkette, um es mit Nimzowitsch zu sagen, dann unter Druck setzen. Springer F3, Läufer D7, Läufer E2, Springer GE7 und der will potenziell nach F5 wandern, was den Druck auf den Punkt D4 dann noch verstärkt. Und das ist genau das, was jetzt passiert. Faustino rochiert, Georg tauscht auf D4 und es kommt Springer F5. Faustino entwickelt sich erstmal weiter. Springer C3, Turm C8, Turm auf die C-Linie und es kommt Läufer G5. Und diesem Angriff auf die Dame, ne, die hängt ja, diesem Angriff auf die Dame, jetzt mit einem Entwicklungszug zu begegnen, wäre nicht so richtig gut. Läufer E7, vielleicht so grenzwertig spielbar, aber bringt immer das Problem mit sich, dass wenn man den schwarzfälligen Läufer tauscht, der aus schwarzer Perspektive ja ohnehin der Gute ist,
weil er durch die auf Weiß festgelegten Bauern guckt, dann entsteht hier eine ganz konkrete Schwäche. Und wenn wir uns vorstellen, dass Weiß diesen Verteidiger des Punktes D6 vertreibt und sich dann hier auf die Reise gibt, dann kann er hier gleich mal einen Oktopus einpflanzen auf D6, eben weil Schwarz keinen schwarzfeldrigen Läufer mehr hat, der dieses schwache Feld D6 kaschieren kann. Und so kann dann da ein Oktopus auftauchen. Darum ist Läufer E7 an dieser Stelle kritisch und Schwarz begegnet dem eher mit dem typischen Damenausfall, der den Punkt D4 aufs Korn nimmt und der den Punkt B2 aufs Korn nimmt. Insofern muss Weiß jetzt hier ganz konkret reagieren. Man könnte darüber nachdenken, den Bauern B2 zu opfern. Was man auf keinen Fall tun will, ist den D4 herzugeben, denn wenn der umfällt, dann ist auch der E5 schwach. Und das ist eigentlich die Basis des weißen Spiels. Ne? Dieser vorgerückte E5, der schnürt ja Schwarz ein bisschen ein. Und wird es Schwarz nach kurzer Rochade schwierig machen, zum Königsflügel Kräfte zu überführen. Hier sieht Weiß seine Perspektiven und da darf natürlich diese Zentrumskonstruktion nicht umfallen. Insofern muss man was tun. Und Faustino spielt Springer A4 und attackiert mal gleich diese Dame auf B6 und zwingt die zu ziehen. Die geht nach A5, Läufer D2 und die Dame kriegt gleich einen weiteren Tritt. Nach dem Vortrag, den ich eben gehalten habe über den schwarzfeldigen Läufer und das Feld D6, ist der schwarze Zug Läufer B4 vielleicht ein bisschen überraschend. Aber hier geht Läufer B4, weil der Springer auf C3 steht. Ja, der hat jetzt diese Route bis nach D6, die ist jetzt deutlich länger, die ginge jetzt so. Und zwischenzeitlich hätte Schwarz genug Züge, das zu unterbinden. Nebenbei muss ja Weiß auch den F5 noch vertreiben, bevor es soweit ist. Also mit dem Springer auf A4 ist der Abtausch der schwarzfeldrigen Läufer nicht mehr so kritisch. Und Schwarz kann argumentieren, ja, ich entlaste mich dadurch in erster Linie. Denn ich habe ja weniger Raum als Weiß. Und wenn dann ein bisschen Material vom Brett geht, dann ist mir das sehr recht. Schwarz nimmt zurück. Und wir sind wieder bei dem Thema, der D4 hängt und der darf auf keinen Fall umfallen. Das ist die Basis des weißen Spiels. Den muss Weiß auf dem Brett behalten. Und es gibt eigentlich nur einen guten Zug, um den auf dem Brett zu halten. Und den macht Faustino auch, nämlich A3. Wieder mit einem Angriff auf die Dame, die erstmal reagieren muss. Und sich jetzt nach E7 zurückzieht. Ja, jetzt steht der Springer auf CA4 ein bisschen doof da. Und das repariert Faustino sofort. Man beachte, der kann nicht nach C5 gehen, wo man ja eigentlich gerne hingehen würde, denn hier drin liegen Abzüge in der Luft. Also, so, und dann hängt der und Schwarz gewinnt Material. So wäre ein Springer C5 nicht. Faustino zieht den nach C3 zurück und solche Sachen liegen potenziell in der Luft, dem zieht Georg mit dem Zug A6 sofort, der zieht dem den, was ist das Wort, das ich jetzt verwenden wollte? Weiß ich nicht. Aber ihr wisst, was ich meine. Er spielt A6, verhindert Springer B5 und will auch selbst potenziell mal mit dem Feld B5 arbeiten. Das ist hier ein Motiv, das schon ein bisschen in der Luft liegt. Wenn wir uns die beiden Läufer angucken, dieses ist der gute Läufer, ne, der zwischen den auf Schwarz festgelegten weißen Bauern durchguckt, der potenziell eine wichtige Rolle spielt, wenn Weiß mal am Königsflügel aktiv wird, wo er ja spielen will, auf der Basis seines E5, der Schwarz hier ordentlich einengt. Und dies ist der schlechte Läufer. Und insofern ist ein typischer Ansatz, den schlechten gegen den guten Läufer über das Feld B5 zu tauschen. Und da hilft so ein Zug wie A6 auch. Also dieses Motiv, das wir gleich in der Partie auch sehen werden, das taucht hier schon auf. Faustino verbindet erstmal seine Türme, stellt seine Dame ein bisschen aktiver. Die hat jetzt auch schon eine Route hier rüber. Georg rochiert und Schwarz spielt Turm AD1 und hier Beton. Der darf nicht verloren gehen, der muss gedeckt werden. Schwarz würde die Sache jetzt gerne sprengen. Der typische Zug, jetzt diesen einengenden Kollegen auf F6 zu befragen, wäre eigentlich F6. Der typische französische Zug, der ist hier aber konkret nicht gut. Denn Weiß kann G4 spielen. Und der Springer F5 hat kein gutes Feld.
Also der könnte nach H6, aber H6 ist dann eher traurig, zumal dann noch Taktiken in der Luft liegen, ne? Springer H6, da muss man sich dann zum Beispiel hier mit solchen Gabeleien beschäftigen. Die Variante konkret geht noch ein bisschen weiter, weil Turm G6, dann ist er gefesselt und so weiter. Weiß hat dann Läufer D3. Aber das wollen wir nicht übertreiben. Jedenfalls ganz generell können wir schon sagen, nach H6 möchte der nicht so richtig gerne. Und das ist der Grund, warum Schwarz hier nicht so gut das eigentlich erstrebenswerte F6 spielen kann, um eben diese Atemnot, die ihm der E5 verursacht, zu bekämpfen. Man könnte hier mit taktischen Tricks arbeiten oder zu arbeiten versuchen. Figurenopfer. F schlägt E. G schlägt F und dann E4 spielen. Jetzt hat plötzlich der Springer kein richtig gutes Feld. Er könnte nach E1 gehen, könnte auch nach E5 gehen. Und das wäre gar nicht so eine schlechte Idee, denn man kriegt hier ja noch den F5-Bauern. Der ist schwach. Diese sehen sehr, sehr stark aus. Die behindern die weißen Figuren in ihrer Aktivität. Und Schwarz könnte sagen, ich habe hier trefflich Kompensation und kann das durchaus so spielen. Es gibt nur in dieser Stelle einen taktischen Trick, der die Variante untauglich macht, denn hier kann man auf E4 rausnehmen. Der E4 ist gefesselt, weil am Ende auf D7 einer hängt. Das zeige ich euch in aller Ausführlichkeit, um euch hier eine Alternative zu zeigen. Die Maschine wollte nämlich unter anderem an dieser Stelle Läufer E8 sehen. Und das ist ein Zug, der tatsächlich F6 vorbereitet. Wenn nämlich jetzt Weiß zum Beispiel den natürlichen Zugturm FE1 macht, dann kann man ganz gut F6 spielen. Und wenn wir dann parallel zu dem spielen, was wir eben gesehen haben, Weiß zieht wieder G4, guckt sich den hier an, der kein richtiges Feld hat, dann funktioniert dieses Figurenopfer ganz gut. G schlägt F und dann E4. Und der Unterschied zu der Variante eben ist, dass nach Springer E5, DE, Turm schlägt F5, Weiß eben jetzt nicht Springer schlägt E4 hat, weil auf D7 kein Läufer mehr hängt. Das ist der Grund, warum die Maschine hier so einen Zug wie Läufer E8 anzeigt, der F6 vorbereitet, weil ganz am Ende der Variante der Bauer E4 nicht mehr hängt. Computerschach. Das Ganze soll illustrieren, dass es halt Schwarz hier schwer fällt, konstruktive Züge zu machen, weil halt das, was man eigentlich gerne machen würde, das F6 ist nicht so richtig gut. Man könnte hier weiter auf Entlastung setzen und Springer H4 spielen. Es ist noch so eine Idee, ist auch spielbar, aber führt halt zu stabilem, leichtem Vorteil für Weiß. Dann könnte Weiß argumentieren, ja, okay, du entlastest dich, aber dafür ist mein F-Bauer geräumt. Ja, man kann hier direkt F4 spielen und wenn wir uns jetzt solche Sachen vorstellen, ist alles noch nicht tödlich und Schwarz spielt noch mit, aber das ist eine perspektivreichere Stellung für Weiß. Aber Springer H4 in Ermangelung von so richtig konstruktiven Zügen und mit dem Problem, dass der Wunschzug F6 nicht geht, wäre Springer H4 auch eine Idee. Georg Maier spielt eine andere typische Idee, ja, als Franzose, Springer A7, mit diesem Motiv, das ich eben schon angedeutet habe. Er möchte gerne seinen schlechten Läufer über B5 loswerden. Faustino stellt seinen Läufer aktiver, guckt sich jetzt auch den F5 mal an. Es liegt auch in der Luft, jetzt Läufer schlägt F5, EF und dann hängt der D5. Aber es ist ja zuerst mal schwarz dran. Und der spielt Läufer B5 und wenn man so will, ist der Läufer jetzt gefesselt, weil würde man jetzt auf F5 schlagen, dann würde es auf F1 einschlagen. Insofern geht das jetzt nicht. Faustino knipst den raus. Und ja, Schwarz ist seinen schlechten Läufer losgeworden. Aber der Springer auf C3 war ja auch nicht so richtig der Held. Er hatte nicht so richtig eine Route. Und jetzt hat Weiß eigentlich nur noch gute Figuren übrig. Und muss nur noch darauf achten, dass so Sachen wie F6 nicht so richtig gehen und dass diese Entlastung mit Springer H4 nicht so richtig geht. Ganz nebenbei. Konkret muss man natürlich auch ein bisschen auf den D4 immer gucken, auf dem Schwarz jetzt schon wieder zweimal drauf ist. Und Faustino spielt hier den ganz klar besten Zug, Dame F4, der Schwarz doch schon andeutet, ja, mein Freund, du hast jetzt Probleme. Ja, also Läufer F5, EF, Dame F5 liegt in der Luft, ganz klar. Und das Feld H4 ist auch von Weiß kontrolliert, ne? Springer H4 und mit Entlastung geht auch nicht so richtig. Schwarz muss hier schon einen Klimmzug machen, irgendeinen Zug, den er nicht so richtig gerne macht.
um hier in der Partie zu bleiben. Also man könnte hier über G6 nachdenken, aber das macht man natürlich nicht gerne. Ne? Schaut euch mal die schwarzen Felder an. Wenn wir uns jetzt vorstellen, Dame H6, Springer G5 und Matt oder so. G6 ist hässlich, macht man nicht so gerne. Georg entscheidet sich für Dame D7, ist auch nicht schön. Aber das deckt halt erstmal diesen Punkt F5, sodass Weiß hier kein Material gewinnt. Und für den Fall, dass G4 kommt, hat der Springer jetzt auch immer das Feld E7 und kann sich hier rüber zurückziehen. Ja, und jetzt der 10-jährige Faustino. Das ist überhaupt nicht das Schach von 10-Jährigen, was wir hier sehen. Das ist schon fantastisch. Weiß steht besser. Weiß steht harmonischer. Weiß hat eine Perspektive gegen den schwarzen Königsflügel, während Schwarz überhaupt kein Gegenspiel hat und nur dasteht. Aber weil er nur dasteht, muss man es ja gar nicht überstürzen. Man kann hier in aller Ruhe das machen, was uns Faustino hier zeigt. H4, das ist schon großmeisterlich, was er da spielt. Er nimmt sich jetzt einfach noch mehr Raum am Königsflügel mit und hat das auch schon mit einer Idee verbunden, die wir gleich sehen. Er will jetzt erstmal H4, H5. Georg macht H6, um den H-Bauern schon vorsorglich mal zu stoppen. H5, so Sachen wie G4 liegen immer mal in der Luft. Spielt hier jetzt Springer E7. Alles keine Züge, die Schwarz so richtig gerne macht. Aber er hat halt auch keine richtig guten Möglichkeiten. Der Weiß kann hier in Ruhe verstärken. Es ist schon ein Spiel auf ein Tor. Und nochmal, auf der weißen Seite sitzt ein 10-jähriger Junge und auf der schwarzen ein Großmeister von internationaler Klasse. Das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Turm F1. Verstärkt in Ruhe, zentralisiert, aktiviert den Turm. Ja, und Georg stellt fest, mein Springer auf B5 ist jetzt nicht so richtig der Held und er stellt den nach A7. Das ist natürlich nur der erste von zwei Zügen. Der soll nach C6 gehen und da eine Aufgabe finden. Ja, Faustinus, H4, H5, hatte nicht nur Raum erobert am Königsflügel und Schwarz hier schon so ein bisschen in die Klemme gesteckt, sondern er räumt auch das Feld H2, was wichtig ist, weil der F3-Springer, der könnte noch ein viel besseres Feld finden und begibt sich auch sofort auf die Reise. Der will nach G4 gehen und dann droht es unter Umständen hier einzuschlagen oder es droht hier ein Schach. Nebenbei ist auch noch die dritte Reihe geräumt. Ne, Springer H2 verstärkt einfach weiter und setzt den Angriff fort. Ja, der arme Georg macht den zweiten Zug, nachdem er den ersten vorbereitet hatte. Aber jetzt wird es halt so langsam kritisch, denn es kommt Springer G4 und jetzt kann man sich nie mehr mit F6 befreien und steht halt jetzt diesem sich immer mehr zusammenbrauenden Angriff gegenüber. Also wahrscheinlich ist es an dieser Stelle noch das kleinste Übel, jetzt doch F6 zu spielen. Aber es ist nicht schön, wie ich hier auch geschrieben habe. Ne? Ihr könnt ja meine Kommentare hier mitlesen. Das ist so eine Mischung. Immer wenn da steht, ist eine echte Drohung, das würde ich so nie schreiben, weil ich würde schreiben, ist eine Drohung oder noch besser, droht, ist eine echte Drohung, ist Engine Deutsch. Das ist ein Engine-Kommentar. Aber das meiste, was hier so steht, das ist von mir. Das könnt ihr hier mitlesen. Und F6 wäre hier noch ein Versuch, aber nach EF Turm F6 hängt die Dame, die geht nach G4 und hier ein Loch. Hier diese schreckliche Diagonale, stellen wir uns vor, dass hier Dame und Läufer ihre Batterie aufbauen, auf H7 matt setzen. Der E6 ist schwach. Das ist überhaupt nicht schön, aber vielleicht hält das noch so halbwegs zusammen. Also ich bin überrascht. Die Maschine sagt hier nur plus 0,9. Ich hätte gedacht, dass die das noch besser für Weiß einschätzt. Das ist jedenfalls, was Schwarz hier nehmen muss und dann hoffen, dass er das irgendwie überlebt. Georg spielt Springer AC6 und nach Springer G4 geht halt jetzt nie mehr F6. Stattdessen liegen halt diese weißen Sachen in der Luft. Springer F6 ist tatsächlich hier schon eine ganz konkrete Drohung. Also Springer F6 käme ja mit Gabel auf König und Dame. Insofern müsste man den nehmen und das können wir uns vorstellen. Ne? GF, EF und dann hängt der Springer auf E7 und es drohen halt Dame G4 Schach, Dame G7 Matz. Solche Sachen liegen dann in der Luft. Springer F6 droht. Und Springer F5 federt das für den Moment noch ab und kommt auch mit einer kleinen Gegendrohung daher. Nachdem der Springer jetzt auf C6 gelandet ist, guckt sich Schwarz wieder diesen Punkt D4 an. Und Faustino fährt ganz cool seinen Läufer zurück, deckt den Punkt D4 und sagt Schwarz, ja, und jetzt machen wir einen Zug.
Denn es bleibt dabei. Schwarz hat keine guten konstruktiven Züge. Schwarz steht völlig ohne Gegenspiel da. Und in dieser unangenehmen, unschönen Lage unterläuft Georg Meyer jetzt ein Fehler. Springer CE7. Das geht nicht. Springer CE7 verliert fast forciert und diese Stellung kommt dir natürlich bekannt vor, weil die haben wir zum Auftakt dieses Videos gesehen. Der Zug, der sich hier anbietet, ist Springer F6 und der gewinnt in mehr oder weniger allen Varianten. Es bleibt dabei, es ist eine Gabel auf König und Dame. Entschuldigt, meine Stimme verabschiedet sich so langsam. Insofern musst du den rausnehmen. Gf, EF. Jetzt hängt der Springer E7 und noch dazu drohen diese Mats. Da muss man aufpassen. Also man kann jetzt mit dem Springer, wenn man den angegriffenen Springer zieht, das geht zum Beispiel überhaupt nicht. Dann nehmen wir auf F5 raus und als nächstes kommt die Dame nach G3 und dann kommt die nach G7 und setzt den schwarzen König matt. Georg wohl oder übel gibt insofern direkt die Figur zurück, weil das ist auch der einzige Zug. Was soll er machen? Faustino nimmt die mit. HGFG. Nimmt dann auf F5 raus. Am Ende soll der F6 hängen. Georg hat hier noch eine Fesselung erspäht. Ist auch der einzige Zug, der Schwarz noch so halbwegs in der Partie hält. Turm schlecht F6 mit Fesselung des Läufern. Und Faustino nimmt mit Schach noch einen Bauern mit. Wickelt das jetzt in ein Schwerfiguren-Endspiel ab. Dame schlecht H6. In dem Weiß, ja, man kann sagen, auf Gewinn steht. Aber es ist noch Arbeit, es ist noch nicht ganz klar. Ich meine, er hat einen Bauern mehr plus bessere Stellung. Ne, die schwarze Königstellung ist grausam offen und eine schwarze Figur ist schon drin. Und wenn wir uns vorstellen, das geht natürlich noch nicht, aber wenn wir uns nur vorstellen, dass hier jemand rüberschwenkt nach H3, G3 oder F3 und hier Drohungen aufstellt, um den schwarzen König ist es ganz übel bestellt und das sieht überhaupt nicht schön aus. Also im höheren Sinne ist das eine Gewinnstellung, aber es ist noch Arbeit. Georg macht das, was sehr starke Spieler in bedrängter Lage machen. Sie suchen Gegenspiel, sie suchen nach aktiven Zügen. Und wir haben ja gesehen, seit 32 Zügen steht Georg jetzt hinten drin und konnte noch nichts Aktives machen. Und aus menschlicher Perspektive ist es total verständlich, dass er jetzt die erste Gelegenheit, die er zu einem aktiven Zug hat, dass er die natürlich auch nutzt. Turm C2. Ist nur leider nicht so richtig gut. Also guter Rat ist hier natürlich auch teuer, aber tatsächlich sollte er jetzt hier seine Schwerfiguren auf der 6. und 7. Reihe massieren und halt irgendwie zusehen, dass er den Laden zusammenhält, um in der Partie zu bleiben. Turm C2 führt leider nicht zu Angriffschancen, wie Faustino jetzt auch wieder auf meisterhafte Weise zeigt. Einmal raustauschen und jetzt der Turm schwenkt, Turm D3. Und es drohen fürchterliche Sachen. Also eigentlich jeder Turmzug auf der dritten Reihe, der hier kommen kann, ist gefährlich. Und Schwarz stellt fest, ja, ich habe einen Turm auf der zweiten Reihe, aber ich habe halt sonst nichts. Ne? Es drohen halt einfach Turmschwenks und Schwarz kriegt kein aktives Spiel. Was willst du machen? Dame E1, König H2 und dann? Geht halt nicht so richtig weiter. Wenn du meinst, dann auf F2 rausnehmen zu können, dann ist halt Weiß einfach schneller. Dame G6, der König muss ziehen. Als nächstes kommt mit dem Turm Schach. Schwarz hat kein Gegenspiel, trotz des Turms auf der zweiten Reihe. Georg entscheidet sich hier, wenigstens noch einen Bauern mitzunehmen. Und jetzt hat Faustino die Qual der Wahl. Also Turm E3 zum Beispiel ist ein starker Zug. Turm E3 gefolgt von Turm E8, wenn es möglich ist. Er entscheidet sich für Turm H3. Auch das ist ein starker Zug. Jetzt will er Dame H3, Dame H8 und dann Turm H7 nebst Mattsetzung des schwarzen Königs. Und Schwarz stellt wieder fest, er hat kein Gegenspiel. Versucht es aber. Turm B1, König H2 und da ist wenigstens noch ein Schachgebot. Und Weiß kann hier durchaus noch straucheln. Wenn Weiß jetzt das schreckliche G3 spielen würde, naja, dann kommt Dame F6. Und plötzlich hat Schwarz Gegenspiel. F2 hängt. Dieser fürchterliche Turm ist plötzlich ausgesperrt. Der Punkt H8 ist gedeckt. Weiß kommt hier nicht weiter. Dame H7, König F8 und es gibt kein Follow-up. Und plötzlich steht der weiße König offen. Ne? Also da geht's plötzlich wieder. Also G3 wäre schrecklich. Aber man kann diesem Schach natürlich auch mit F4 begegnen, was viel, viel besser ist.
Denn jetzt kommt der Zug Dame F6, der immerhin das Schach auf H8 deckt, aber der kommt jetzt nicht mehr mit Tempo, weil der Punkt F4 gedeckt ist und Weiß hat weiter freie Hand. Und Faustino sieht das ganze Brett. Faustino in Klammern 10 sieht das ganze Brett und schwenkt jetzt weiter. Jetzt schwenkt er hier rüber nach C3. Bam, jetzt kommt es von der Seite. Und die schwarze Stellung ist jenseits von Gut und Böse. Georg versucht noch Dame D6, um hier zumindest das Feld C7 zuzumachen und so indirekt noch auf dem weißen König drauf zu bleiben. Aber nach Turm C8, König F7, hatte Faustino schon einen wunderbaren Ausknipser erspäht. Weiß zieht und macht es sofort aus. Kannst ja mal drüber nachdenken. Ich zeige ihn euch aber auch gerne. Turm C7 Schach. Sehr schön. Turm C7 Schach und Schwarz verliert entweder entscheidend Material oder wird matt gesetzt. Der Punkt davon ist, du kannst ihn schlecht nehmen, weil dann kommt Dame H7 Schach. Und im nächsten Zug ist die Dame weg. Und insofern tat Georg Meyer das, was hier angebracht war. Er gab sich geschlagen. Und Faustino Oro hatte Georg Meyer besiegt. Und wäre um ein Haar damit im World Cup gewesen, an dem Georg Meyer im vergangenen Jahr ja als amtierender Amerikameister teilgenommen hat. Da ist er jetzt entthront, unter anderem wegen dieser Niederlage gegen Faustino Oro. Und ja, Faustino, der ist jetzt in Europa, der hat jetzt einen Stab von Trainern und von dem werden wir viel hören, womöglich noch in dieser Woche, denn in Madrid, ihr könnt das bei den Perlen verfolgen, in Madrid ist er auf EM-Normkurs, ich glaube nach 5 Runden, wenn ich mich nicht irre, aber da werden noch ein paar Partien gespielt, also es ist noch überhaupt nicht klar, aber er liegt gut im Rennen. Es könnte sein, dass er schon in dieser Woche sich als 10-Jähriger den EM-Titel holt, das hat es in der Schachgeschichte noch nicht gegeben. So viel dazu. Faustino Oro gegen Georg Meyer, die Partie, die ich euch heute anbieten möchte. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Teilt es mir gerne in der Kommentarspalte mit, was ihr davon haltet. Wenn ihr euch spezielle Partien wünscht, dann teilt es mir auch mit. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis sehr bald auf diesem Kanal. Macht es gut. Ade.